Wie war es mit den Paketen da? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Tony! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Coupons. Ich sagte Finger... Ja, aber du sagst ja andauernd irgendwas. Nimm die Füße vom Tisch, lass keine Raubtiere in die Wohnung, schick die Medikamente zu Oma. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und, sieh her, meine Füße sind schon mal nicht auf irgendeinem Tisch. Nicht aufregen, Tony. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Wir nehmen Papagei wieder mit. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Alles Lügen. Okay. Wir lassen ihn mal mit Inspektor Gizmo quatschen. Jetzt muss das Menü... Inventory. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist jetzt Heuschrecken im Getreidesilo. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Da brauchen wir den Vogel, der ist im... Tresorraum, dazu brauchen wir erst Post und so weiter und blablabla und Rumgetue. Wieso ist eigentlich die Schublade auf? B-b-b-bum. Da flackt er immer noch rum. Ah, den Trichter. Den können wir wieder mitnehmen. Ja. Ach, hier noch ein Mikrofon. Oh. Oh, habe ich das gebraucht? Ach ja, zum Telefonieren. Klar. Schauen wir uns mal auf unseren komplizierten Plan. Freies Funkgerät finden. Ja, hier steht unter Hinweise wahrscheinlich die Telefonleitung auslasten, nicht wahr? Zutritt zur Poststation erlangen, Tresor öffnen, ausbrechen. Was, hier steht schon ausbrechen dran? Das wissen die doch gar nicht. Postboten mit Knickerfolie ablenken. Geschenkcoupons besorgen, um ein Paket zu bestellen. Hab ich's doch gewusst. Paket mit Knickerfolie auffüllen lassen. Die Lieferung abfangen. Ich hab gewusst, dass ich die Geschenkcoupons brauche. Aber jetzt hat die Hilfe geholfen. Im Gegensatz zu vorher. Das war etwas... wenig. Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst, nimm die Füße vom... Da muss man schon... Und sie... Nicht aufregen, Tony. Ja, tief. Ja, wissen wir schon alles. Gib mir einen Kaffee? Um Himmels Willen, das wäre sehr... Okay, das Narkotikum. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Was musste ich dann nochmal machen? Mit dir reden? Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist.
Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Nein, das Thema verdient das. Dass das immer noch drin steht, das sollte schon längst weg sein. Was war gleich mit diesen Coupons? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Okay. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Wo bekomme ich Geld her? Oder so? Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Auch nicht. Wünscheroute. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht mein Haus? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfall tot. Jupp. Lässt sich arrangieren. Aber jetzt muss ich noch irgendwie irgendwas machen, damit ich an die doofen Geschenkgutscheine komme. Das hatte gerade irgendwas mit dem Fenster zu tun. Jetzt hast du noch was zu sagen hier? Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und was dreht Däumchen. Das kann ich auch. Rufus hat die Walmstreiche an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten, wa? Ja, jetzt kam wieder was. Etwas bewerfen. Wie wär's mit einem Narkotik? Ah, brauch ich hier noch. Ups. Was wissen Sie noch? Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo, wa? Zahnbohrer mit Fenster. Ich kann Toni doch nicht ein ohne ziehen. Das würde sie nur noch. Ach, die Zielscheibe noch. Was? Ich habe keine Zielscheibe dabei. Wir müssen irgendwie an die Geschenkgutscheine kommen. Nichts. Nichts. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Schauen wir mal oben. Nichts. Schauen wir mal ganz oben. Immer noch nichts. Schauen wir draußen. Noch viel weniger. Noch viel weniger als nichts. Questlog! Zutritt zur Poststation erlangen haben wir. Postbote mit Knickerfolie ablenken. Können wir noch nicht? Hier Geschenkcoupons besorgen. Wie ging das nochmal? Oh, hier unten ist noch ein Hinweis. Ach, Postkarten manipulieren, Frankierungsprozess manipulieren. Ja, da wäre ich auch überhaupt nicht drauf gekommen. Nein, ich will wissen, wie ich an die Geschenkcoupons komme. Immer die Sachen, die zu schwierig sind, stehen nie in so einem scheiß Questlog oder so einer Hilfe. Das kannst du einfach nicht sein. Nein. Noch weniger nein. Sprechen wir mal mit Hanek. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Oh. Na, bis immer bald. Noch der Sprengplan. Ich will ihn lieber nicht stören. Können wir noch mal einen Luftballon auffüllen? Ansonsten hätten wir... Rufus hat die Antimaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen, wa? Ach ja. Ja.
Jetzt haben wir einen Ballon. Irgendwas können wir noch mit diesem Baum machen, aber das war erst später. Die alte Maschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ach ja. Vor allem, er hat sie missbraucht. Er hat sie ausgeliehen. Muss ich den Luftballon hier reinhängen? Nein, dies ist ein Traum. Der Tag. Moment. Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Ah, also müssen wir doch das Beruhigungsmittel verabreichen. Dazu müssen wir sie wütend machen. Finger weg von meinen Sachen. Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst ja an, nimm die Füße vom Tisch. Da muss man schon klug aus... Und sie... Nicht aufregen, Toni. Nicht aufregen. Tief durchatmen. Ach, jetzt nochmal. Ich sagte Finger weg. Ja, aber du sagst die Füße vom Tisch. Da muss man schon klug aussortieren. Kann man ja nicht alles... Und sieh her, meine Füße sind schon mal... Nicht auf tief. Wie war das mit dem... Tief durchatmen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und jetzt Narkotikum? Oder mit Coupons komme ich... Finger weg. Ist ja gut. Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Die muss sich total aufregen, aber mit was? Irgendwas muss ich anstellen. Die Haken brennt sitzen. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch... Den Kram anbrennen. Das passt nicht in Tonis Sortiment. Es ist zu nützlich. Und... Was hast du da? Reicht es? Musst du... Eigentlich... Dann ein Schnellunfall tot. Hesse. Irgendwo hänge ich schon wieder fest. Wieso auch immer. Achso, gehen wir mal wieder nach draußen. Also ich bin ja immer noch schwer am Rätseln. Was wissen Sie noch? Rufus hat Hanneks Vogel geklaut. Ah ja, Hanneks Vogel geklaut. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Bin ich schon wieder unter dem Mikrofon. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Ja, dass er ein Nichtsnutz ist, das wissen wir auch. Okay, interessanter Ansatz. Mal mit Lotti reden. Hallo Lotti. Du schon wieder? Von wo aus kann ich einen Funkspruch machen? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Ach ja, toll. Ich verschwinde. Au. Lass dich Scheiße, nicht aufhalten. Jetzt bin ich schon wieder gegen den scheiß Mikrofonständer hier geknallt. Ich glaube, den stelle ich... Sobald ich umgezogen bin auf die andere Seite. Das geht so echt nicht, wenn ich immer mit meiner Maushand dagegen krache. Achso, wir gehen besser vor die Türe. Dann kann uns der Papagei nochmal etwas unterhalten. Der sagt immer ganz witzige Sachen. Vielleicht haben sie auch ein paar neue eingebaut, man weiß es ja nicht. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Okay, da komme ich glaube niemals drauf.
Ich weiß nicht mehr, ob Krank ist ja draufgekommen, aber was, das ist echt komisch. Also, den Dartpfeil mit dem Narkotikum kombinieren. Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift. Und jetzt den präparierten Dartpfeil mit dem Trichter kombinieren. Der Trichter würde ein hervorragendes Glas vorhaben. Was wissen Sie noch? Ah, Rufus hat die Bremsstrecke an Kulis. Wer kommt da drauf? Ich bin echt schlecht geworden. Was wissen Sie noch? Ah, Rufus hat die Bremsstrecke an Frau Kulis Rollstuhl zerschnitten. Ah. Ich schaffe schon fast kein Adventure mehr ohne Lösungshilfe. Eigentlich überhaupt gar keins. Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Strike! Endlich, gib mir die scheiß Coupons. Hey, Toni! Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht mehr... Und da ist er... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Wir haben auch einfach alle mitgenommen. Also gibt es nichts mehr zu zählen.